Radio PSR. Wir fangen mit Spiel Nummer 1 an. Wer macht am längsten Mäh auf einen Atemzug, wohlgemerkt? Warum? Ja? Die Frage stellen wir jetzt nicht. Ich würde sagen, der Herausforderer beginnt. Robert, alles klar? Oh Gott. Richtig schön Luft holen. Ich nehme die Zeit und wir wollen ein Mäh hören, bitteschön. Ja? Dann Achtung, warte. Auf. Das Kommando ist, hau den Lukas. Genau. Warte. Hau den Lukas. Mäh. Ihn ärgern dazwischen, irgendwie kitzeln oder sowas? Eigentlich nicht, aber der macht erst bei dir aus. Lass es. So lange kann ich nicht. Wow. Wir sind bei 30 Sekunden. Ist wow! Doch, aber, alle also, Achtung! Mein lieber Robert, bist du Taucher meine, oder was? Meine Sprecherziehungslehrerin wäre stolz auf mich. Und hau den Lukas! Gut. 30. Ja, komm, zieh! Scheiße! 38! Eine Sekunde vorne hier! Das gibt's doch nicht! Nee, er hatte 40. Ich hatte 40. Oh Gott, ich dachte, 37 hatte er. Nee, 40. Oh Gottes Willen, ich freue mich hier. Das nächste Spiel heißt, ich packe meinen Koffer und nehme mit. Ach du Scheiße. So, kennt jeder. Na, ich erkläre es trotzdem nochmal. Weil hier geht es natürlich darum, sich die Sachen zu merken, die der Gegenspieler sagt und immer ein neues Wort hinzuzufügen. Wir werden das jetzt noch ein wenig verkomplizieren, indem wir nur sächsische Gegenstände nehmen. Ja? Also, ich packe meinen Koffer und nehme mit die Waldschlösschenbrücke. Gut, ich hab's kapiert. Robert, wie sieht's bei dir aus? Ich meine, du bist... Alles Logo. Du studierst Lehramt Geschichte. Sächsische Begriffe dürfte auch für dich kein Problem kein sein. Kein Problem, ne. Gehirnjogging hast du wahrscheinlich auch betrieben. Ja, an der Uni. Oh Gott, deswegen eine Runde liegt da schon vorne. Na gut. Alles klar, Jungs? Ja. In dem Fall würde ich sagen, fängt Steffen an, weil Robert gerade eben begonnen. Ja. Steffen, du gehst los. Achte auf mein Zeichen. Hau den Lukas. Ich packe meinen Koffer und nehme mit eine Dose Bier. Ich packe meinen Koffer und nehme mit eine Dose Bier und eine Bämme. Ich packe meinen Koffer und nehme mit eine Dose Bier, eine Bämme und eine Hydrauchbrattel. Ich nehme mit eine Dose Bier, eine Bämme und eine Hydrauchbrattel und ein Mutzekriebschen. Ich packe meinen Koffer und nehme mit eine Dose Bier, eine Bämme, eine Hydrauchbrattel, ein Mutzekriebschen und ein Engelsflügel. Ich nehme mit eine Dose Bier, eine Bämme, eine Hydrauchbrattel, ein Mutzekriebschen und eine... Ein Engelsflügel. Ich packe meinen Koffer, nehme mit eine Dose Bier, eine Bämme, ein Hydrauchbrattel, ein Mutzekübchen, ein Engelsflügel und einen Pfeiler von der Waldschlösschenbrücke. Ich packe meinen Koffer und nehme mit eine Dose Bier, eine Bämme, eine Hydrauchbrattel, ein Mutzekübchen, ein Engelsflügel, einen Pfeiler von der Waldschlösschenbrücke und... Die Krone vom Zwingertor. Oh, ich packe meinen Koffer, nehme mit eine Dose Bier, eine Bämme, ein Hydrauchbrattel, ein Mutzekiebchen, ein Engelsflügel, ein Pfeiler von der Waldschlösschenbrücke, die Krone von der Zwingertüre und ein Brilli aus Hacknells Zahn. Ich packe meinen Koffer, nehme mit eine Dose Bier, eine Bämme, eine Hydrauchbrattel, ein Mutzekiebchen. Ein Engelsflügel, ein Pfeiler von der Waldschlösschenbrücke, die Krone vom Tor vom Zwinger und ein Stein aus irgendeinem Zahn. Falsch, das war ein Brilli aus Hacknells Zahn, Simply Bad. Naja, der Sänger Stein heißt halt. Mick Hacknell und hat ein Brilli im Zahn. Ich habe eine Runde gewonnen, das Glückwunsch. Also, in dem Fall Punkt eindeutig für Steffen Lukas. Robert ist in Position. Okay, geht los. So, dann achte auf mein Signal.
Hau den Lukas. Nein! Unterm Tisch! Es ist leider unterm Tisch gelandet, keine Büchse getroffen. Es geht um die Wurst. Wer wenigstens für heute echter Sachse ist hier, Robert oder Steffen, ich bin so gespannt. Links, ich schieße heute mit links, pass auf. So, Achtung, hau den Lukas. Das geht's doch überhaupt nicht. Er hat die Wand geworfen, im Rückschlag kam es zurück. Es waren... Es ist vorbei, es ist Band vorbei. Das sind 1, 2, 3, eigentlich liegen alle. Aber damit würde ich sagen, eindeutig gewonnen. Ich würde sagen nicht, weil Wand ist Wand, das ist vorbei. Und dann lasse ich das nochmal. Echt? Ja. Sag mal nochmal. Also ich würde sagen, Wand ist Wand. Wenn das jetzt keine Wand wäre, dann vorbei. Also Robert interveniert und sagt, Bandenspiel ist verboten. Ich würde sagen, ja, wenn wir es im Flur aufgebaut hätten, wäre es weg. Dann mache ich es nochmal. Ist das ein Angebot? Wir stechen. Oder willst du etwa auch nochmal? Wir stechen. Das heißt, wir beide nochmal? Ja. Gut, die Runde wird wiederholt. Ja, klar. So, dann kommen wir jetzt also zur zweiten Ausgabe vom Büchsenschießen. Im Sitzen, das ist hier die erschwerte Bedingung. Die Probewürfe haben wir erfolgreich absolviert. Oder eben nicht. Robert, es geht um die Wurst. Warte auf das Kommando von dir. So, Robert ist bereit. Dann hau den Lukas. Ging daneben, das hat mich noch fast getroffen. Also auch jetzt nur, wenn du es von vorne triffst, ne? So, Steffen, du bist bereit? Ich bin bereit. Dann hau den Lukas. Oh. Drei unten, drei stehen auf dem Tisch. Das war mal Ravioli mit Tomatensauce. Damit steht der Sieger für heute, Mädchen, für den ersten Tag fest. Steffen hat gewonnen.